Der typische Befund zeigt, dass Östrogen, also meistens steht ein E für Östrogen, positiv ist. Oder es wird auch in Prozent angegeben. In alten Befunden findet man noch Dreikreuz positiv zum Beispiel. Es wird auch der Progesteronbefund bestimmt. Auch hier gilt 1 bis 3 Kreuz oder eine Anzahl an Prozent, die den Wert darstellt. Also ein hormonabhängiger Tumor ist meistens Östrogen und Progesteron hochgradig positiv oder hat eine hohe Prozentzahl. Wichtig für Sie als Patientin ist, wie hoch Ihr Östrogen- und Progesteronrezeptor ist. Dies kann man im Befund nachlesen. Als zweiter Entscheidungswert zählt, ob Sie prä- oder postmenopausal sind. Danach richtet sich Ihre antihormonelle Therapie.